Morgens, gleich nach dem Frühstück, geht Hans Schiebern zum EKG. Aber dazu muss der Herzpatient aus dem brandenburgischen Kleinkreuz nicht etwa ins nächste Krankenhaus fahren. Herzaktivität, Blutdruck, Blutsauerstoff und Gewicht misst er mit Hilfe seiner Frau einfach zu Hause. Seine Daten sendet er übers Internet an das Telemedizinzentrum in Brandenburg an der Havel. Zwar muss sich der 80-Jährige noch an das Internet in seinem Leben gewöhnen. Die Vorteile für seine Gesundheit spürt er aber jeden Tag. Wenn der gute Werte anzeigt hier, der denkt, und meine Frau sagt, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Und ich fühle mich ja dann auch wohl. Dann manchmal sage ich ja, wir brauchen das heute ja nicht mehr. Aber nee, sie ist eben die Frau. Sie müssen das jeden Tag machen, dann machen wir jeden Tag. Ja. Hans Schiebern kann sich darauf verlassen. Übers Netz passt jemand auf ihn auf. Das Ärzteteam im Telemedizinzentrum hat ihn und sein Herz immer im Blick und meldet sich sofort, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Diese Intensivbetreuung ist auch nötig. Denn Schiebans Gesundheitszustand ist eigentlich viel zu kritisch, um ihn nur zu Hause zu behandeln. Das weiß auch seine Frau. Das finde ich immer sehr gut, wenn das jeden Tag so überwacht wird. Das, möchte ich sagen, hat ihm jetzt das Leben gerettet. Ein längeres und besseres Leben zu Hause. Das soll die Telemedizin schwerst chronisch Kranken ermöglichen. Besonders auf dem Land, wo Fachärzte rar sind und oft weit entfernt. Aber auch auf hoher See oder über den Wolken ist ein Notarzt eher selten zur Stelle. Helfen soll dann Eskolink, ein satellitengestütztes Ferndiagnosesystem, das der Medizininformatiker Trong Gia Guin Dubinski entwickelt hat. Der Arzt oder Ferner kann zum Beispiel Vitaldaten sehen. Der kann die Bilder über den Patienten sehen, der kann Video sehen, der kann mit dem Patienten reden. So kann der Arzt eine Diagnose stellen und Ersthelfer an Bord anweisen. Nach der Testphase soll Eskolink auf den Schiffen der deutschen Seenotrettung zum Einsatz kommen. Und wenn es nach Guin Dubinski geht, auch in Offshore-Windparks im Notfall schnelle Hilfe leisten. Aber auch dieses System hat seine Grenzen. Das System ist besonders geeignet im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Schlaganfall, kann man auch viel sehen. Was nicht so gut geeignet ist, was innere Erkrankung, da kann man nicht sehr viel sehen. Auch Gesundheitspolitiker interessieren sich immer mehr für das Potenzial der Telemedizin. Ärztemangel, überfüllte Wartezimmer und der demografische Wandel sind schließlich Probleme, die sich vielleicht günstig über das Internet lösen lassen. Für Mike Rieger, Telemedizin-Experte der AOK, sind solche Erwartungen jedoch überzogen. Wenn ich für die Breite Telemedizin verordnen würde, dann hätten zwar viele Patienten auf einmal technische Geräte, aber hinten raus, das, was eigentlich der Nutzen ist, vermiedene Krankenhausaufenthalte, verbesserte Gesundheit, das passiert bei den meisten Patienten durch die Telemedizin einfach nicht. Und richtig, selbst das schönste Heim-EKG hilft bei Blinddarmentzündungen nicht weiter. Auch Blutproben lassen sich bislang noch nicht übers Internet verschicken. Und Apps, mit denen man verdächtige Leberflecke scannen kann, ersetzen auf keinen Fall den Gang zum Arzt. Der kann es berühren, der kann mit dem Spezialmikroskop auf den Leberfleck drauf gucken. Das geht telemedizinisch nicht. Und das können Sie auf viele andere Erkrankungen und viele andere Situationen ganz genauso übertragen. Ärzte zum Anfassen darf die Telemedizin in Deutschland ohnehin nicht ersetzen. Denn Behandlungen ohne Ersteinschätzung eines Arztes sind hierzulande verboten. Bei welchen Krankheiten die Ferndoktoren aber helfen können, das wird in einer Reihe von Studien gerade erforscht. Leona und Hans Schiebern hat die Telemedizin schon heute geholfen.